Wusstest du, dass der Darm deine Hormone beeinflusst? Wir haben 100 Millionen Nervenzellen im Bauch. Man kann von einem Bauchgehirn sprechen. Umso wichtiger ist es, Ernährung und Lebensstil so anzupassen, dass der Darm gesund bleibt. Das erklärt nun im folgenden Interviewausschnitt der Allgemeinmediziner Dr. Thomas Bacharach. Mit ihm spricht Hormon- und Ernährungscoach Thorsten Schmidt. Neue spannende Videos gibt es hier mehrmals pro Woche. Abonniere unseren Kanal hier und bleibe informiert. Und nun viel Spaß beim Zuschauen. Gefühl ist im Volksmund verbreitet, aber so das bewusste Verständnis dafür fehlt vielen, glaube ich, noch. Ne? Ja, spannend ist zum Beispiel auch, wir haben ja ein enterisches Nervensystem, das ist dieses Nervengeflecht im Bauchraum, besteht ungefähr wohl aus 100 Millionen Nervenzellen, was sogar mehr Nervenzellen sind wie unser Rückenmark. Ja, und dementsprechend ist dieser Begriff Bauchgehirn nicht nur eine Metapher, sondern man kann das tatsächlich auch ein Stück weit anatomisch nachvollziehen. Und unser Körper ist ja sowas von genial, dass er immer nur Dinge produziert hat, anatomisch, die auch sich evolutionär als vorteilhaft herausgestellt hat. Das heißt, wir haben nicht aus Juxendollerei einfach mal 100 Millionen Neuronen in unserem Bauch sitzen, sondern die haben eine Funktion, eine ganz, ganz essentielle Funktion. Ja, der Körper, die Evolution macht nichts ohne Grund. Das passt da auf jeden Fall schon ganz cool. Was können die Menschen jetzt machen, wenn sie denken, der Darm hat irgendwo ein Problem, um vielleicht da präventiv dran zu gehen oder vielleicht auch der, so ein Behandlungsansatz? Also wenn man es präventiv machen möchte, kommt man eigentlich auch immer wieder auf die gleichen Säulen der Gesundheit. Was isst du? Wie isst du es? Wann isst du es? Wie regelmäßig bewegst du dich? Wie ausgewogen ist dein Schlafverhalten? Wie sieht dein Stressmanagement aus? Trinken noch. Das sind so im Prinzip so diese Basics, die man nicht nur für den Darm, sondern eigentlich immer für die Gesundheit beachten sollte. Und wenn man ganz ehrlich ist, das wäre eigentlich auch die Grundvoraussetzung, überhaupt erstmal weiter zu gucken. Stimmen diese Bausteine? Ja, und wenn man jetzt tiefer einsteigen würde, was isst du? Würde ich auf jeden Fall sagen, Zucker nur in kleinen Mengen. Auch tatsächlich der überwiegende Konsum von Getreideprodukten muss man auch ein bisschen hinterfragen. Ist es wirklich sinnvoll? Verbrenne ich so viel, weil ich ein super Sportler bin? Oder ist es vielleicht dann doch eher wichtig, zu gucken, dass man ausreichend Eiweiße, gesunde Fette, aber auch einen großen Gemüseanteil hat? Weil bei diesem Gemüseanteil, je größer der ist und je unterschiedlich die Gemüsesorten sind, umso unterschiedlicher sind auch die Darmbakterien wiederum. Also das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt, tatsächlich, dass die Menschen auf ausreichende Gemüseversorgung achten. Das ist jetzt gesprochen für denjenigen, der Darm gesund ist. Ja, wenn der derjenige nicht darmgesund ist, der kann das vielleicht nicht, weil er dann überreagiert auf die Blähstoffe in den Gemüsesorten. Da muss man so ein bisschen differenzieren. Milchprodukte gerne fermentiert. Wer keine Probleme mit dem Darm hat, reine Milch. Oder was gibt es noch? Nicht, also Kefir ist ja wiederum fermentiert, aber Buttermilch zum Beispiel, solche Sachen würde ich eher meiden. Ansonsten, ja, frisch kochen, keine Fertigprodukte oder wenig Fertigprodukte. Unser Darm ist eigentlich sehr, sehr gutmütig, was das Ganze angeht. Wenn wir mal was essen, ist das überhaupt kein Thema. Aber wenn es zu einer gewissen Regelmäßigkeit oder Gewohnheit gibt, dann gibt eben dieses Gesundheitssystem im Darm. Ansonsten, die Pausen zwischen dem Essen ist sehr, sehr wichtig, weil eben wegen diesen Reinigungswellen, die ungefähr nach 90 Minuten Fasten einsetzen. Trinken dazwischen ist nicht so schlimm. Wenn es jetzt Wasser ist oder Kräutertee, also irgendwas Ungesüßtes oder mit keinem Fett. Aber sobald wir im Prinzip einen Riegel essen, das kann schon reichen, dass diese Reinigungswelle nicht mehr einsetzt. Bewegung ist das Thema, dreimal die Woche, 30 bis 45 Minuten wäre Minimum. Schlafen 7 bis 9 Stunden. Das sind so die Basics, worauf man erstmal achten sollte. Die Basics, die für fast alles wichtig sind und die leider heute oft so ein Thema sind.
und da immer wieder zu Problemen führen können. Denkst du, mit diesen Basics kriegst du dann auch die Hormone, die du vorhin genannt hast, und die Neurotransmitter wie GABA schon optimiert? Oder würdest du dann vielleicht auch mit Mikronährstoffen und Ähnlichem da noch unterstützen? Genau, also das was wir jetzt gerade beschaut haben, ist so das Fundament. Aber tatsächlich, Mikronährstoffe ist auch ein Riesenthema. Die meisten haben, wenn man genauer schaut, Mängel. Und dementsprechend haben die nicht alles, damit überhaupt der Hormonhaushalt, Schilddrüse und so weiter funktioniert. Insofern optimalerweise immer noch mal eine ausführliche Vitalstoffanalyse, um dann entsprechend zu gucken, kann man es über die Ernährung supplementieren oder muss man wirklich dann ein Supplement nehmen, also ein Nahrungsergänzungsmittel, um das Ganze zu ergänzen. Ich bin der Meinung, dass es schwierig ist, mit den aktuellen Lebensmitteln sich komplett optimal zu versorgen. Ja, wir reden jetzt nicht von einer Minimalversorgung, so dass du gerade so im Referenzbereich bist der Nährstoffe, sondern wenn du eine optimale Versorgung anstreben möchtest, ist es durchaus komplex, da das nur mit Nahrungsmitteln zu machen. Ja. Perfekt, sehe ich auch so. Und da denke ich mal, kommen wir dann auch schon zu den Unterschieden zwischen, ich sage mal, dem klassischen schulmedizinischen Ansatz und dem, was du machst. Du bist ja von der Grundausbildung her auch ein klassischer Schulmediziner, aber hast natürlich noch deutlich mehr gemacht. Wo ist da so die Grenze von der Schulmedizin und warum kann die Schulmedizin da vielen Menschen wenig ganzheitlich helfen? Ich denke, da liegt auch viel mit dem Gesundheitssystem. Ich denke, da fehlt vielleicht auch manchen Menschen so das Verständnis, wenn sie dann irgendwo rumrennen und mein Arzt kann mir nicht helfen und macht nichts für mich. Wo liegt da die Ursache? Also ich denke, die klassische Medizin ist extrem gut, was die Diagnostik angeht, in vielen Aspekten und auch sehr, sehr gut, wenn es geht, Akutzustände zu behandeln. Sei es eine schwere Lungenentzündung, anaphylaktischer Schock oder auch zum Beispiel bei chronischen entzündlichen Darmerkrankungen, dass man dann eben Immunsuppressive hat, die erstmal sozusagen wie die Feuerwehr wirkt und das Ganze ein bisschen zum Löschen bringt. Wenn man sich das Medizinstudium anguckt und schaut, wie viel Ernährung da zum Beispiel oder Lebensstil besprochen wird, dann sieht man die Limitationen letzten Endes eines klassisch ausgebildeten Kollegen oder Kollegin, weil es einfach nicht gelehrt wird. Ja, es spielt praktisch keine Rolle. Wir haben zwar mal gehört, es gibt die Deutsche Gesellschaft der Ernährung und was die ungefähr auch sagt, aber es ist wirklich im Bezug auf die Gesamtdauer unseres Studiums, und es ist wirklich kein 3-Wochen-Studium, ein sehr kleiner Teil. Und ich denke, dass wir, was wir ja gerade hatten, ja, das ist im Prinzip das Fundament unserer Gesundheit. Und dieses Fundament der Gesundheit ist da in meinen Augen etwas zu wenig repräsentiert, um es höflich zu formulieren. Und dann kommen wir jetzt auf den Punkt, dass ich habe mich ja mit Dünndarm-Fehlbesiedlung sehr intensiv beschäftigt. Da sind die Forschungsergebnisse circa 15 Jahre alt. Das heißt, vor 15 Jahren hat man überhaupt erst mal angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und hier sind die Forschungen in den USA und Australien viel, viel weiter. Und da sind die Informationen einfach auch noch nicht so sehr repräsentiert oder anders repräsentiert im Sinne von einem etwas älteren Wissen in den Fachgesellschaften. Ja, und ich denke, da ist es einfach interessant zu gucken, was machen wir weltweit? Das wird mit Sicherheit gemacht, aber es ist einfach ein etwas langwierigerer Prozess. Deswegen haben wir da die Möglichkeit, wenn man ein bisschen freier schaut, eben schon früher auf diese Informationen zuzugreifen. Was ist noch letzten Endes? Ich denke, ich hatte heute zum Beispiel einen Patienten, das fand ich sehr interessant, der hatte in den 80er Jahren einen Unfall und dann Tinnitus bekommen. Und der war mit dieser Erkrankung Tinnitus, galt er als Spinner. Weil einfach zu der Zeit Tinnitus noch kein Thema war. Ja, und insofern, der wurde zum Psychiater geschickt. Und dem wurde in dem Fall einfach Unrecht getan. Und ich denke, dass man durchaus einfach eine gewisse Offenheit haben darf, dass der Patient wirklich Probleme hat, die wir vielleicht noch nicht umfassend erklären können. Gerade dieses Thema Brain Fog, wenn diese Symptome, die manchmal Patienten einem nennen, da muss ich mich an die eigene Nase packen. Da hat man früher tatsächlich gedacht, okay, ja, da ist schon sehr viel Psychosomatik drin. Das mag auch manchmal mit sein. Aber mittlerweile ist das Verständnis so weit gewachsen, dass ich sagen kann, okay, das könnte aber auch tatsächlich einfach
ein Thema sein, wo der Körper wirklich ein Giftungsproblem hat. Und oder wenn jetzt zum Beispiel durch die Darmerkrankung dann die Nährstoffe fehlen, dann kann man einfach nicht so funktionieren. Und ich denke, da darf man einfach offen sein und gucken, ja, wie können wir pragmatisch an diese ganze Sache rangehen und können dem Menschen helfen. Und ich denke, da ist wirklich diese ganzheitliche Sicht, wir betrachten die gesamte Lebensweise, ja, wir betrachten das soziale Umfeld im Idealfall. Und dass diese ganzen Sachen zusammenfließen, das ist für mich ganzheitliche Medizin und das unterscheidet das von der eher symptomatischen Therapie, die wir in der klassischen Medizin sehen. Die absolut ihre Berechtigung hatten. Es gibt auch ganz, ganz viele Kollegen, die tolle Arbeit machen. Aber sie hat halt, wie alles im Leben, gewisse Limitationen. Das war's mit dem heutigen Video. Möchtest du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren? In unserem Kanal findest du viele weitere informative Videos. Abonnier doch unseren Kanal. Hinterlasse auch gerne einen Kommentar und teile deine Erfahrungen mit diesem Thema. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Bis zum nächsten Video. Tschüss.